mit den Medikamenten hatte ich wirklich Probleme, weil da fing dann an mit Depressionen, mit Wahnvorstellungen, mit allem Möglichen bis hin zu Selbstmordgedanken und so weiter. Ich konnte nicht mehr alleine rausgehen, konnte nicht mehr alleine durch den Wald laufen, weil man einfach sofort dumme Ideen im Kopf hatte oder irgendwelche Albträume gehabt, die wirklich so ins Mark ging, dass man dann den ganzen Tag drüber nachgedacht hat und einfach nicht mehr normal im Kopf war, sozusagen. Eigentlich war immer alles normal bei mir. Also bis zu dem Tag, wo ich so ein kleines Gefühl im Auge hatte, hatte ich nie größere Probleme. Ich trage Kontaktlinsen, hatte dadurch vielleicht mal so ein Kratzen im Auge. Und das genau so ein Kratzen hatte ich dann auch wieder, nur ich habe keine Kontaktlinsen getragen. Ich habe die Augen abgecheckt, ob da irgendwas drinne hängen geblieben ist oder ob sich irgendwie ein Stück von der Kontaktlinse an die Seite gelegt hat. War aber nicht der Fall und das blieb dann für einen Tag und dann war am nächsten Tag auch noch so ein bisschen so die Sehminderung mit drin. Also 60% waren es nur noch. Und dann irgendwann bin ich ins Krankenhaus und die haben das auch festgestellt, konnten aber erstmal nichts machen. Und am nächsten Tag waren dann direkt die 0% da. Also nur noch grau gesehen, nur noch Helligkeitsunterschiede von dunkelgrau bis hellgrau, sage ich mal, aber mehr auch nicht. Ja, nach einer Woche auf der Station oder 8, 9 Tagen, ich weiß gar nicht mehr, es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit, wurde ich dann entlassen. Die ersten Tage daheim waren dann irgendwie anders, weil ich wusste erstmal nicht, was ich hatte. Ich war krankgeschrieben für einen Monat aus der Begründung Sehnerventzündung und ich kam heim und konnte halt mein gewohntes Leben nicht fortführen. Also ich konnte nicht auf Displays gucken, konnte nicht am Computer arbeiten oder am Handy, weil mir das einfach extrem schwer fiel, mit dem halbsehenden Auge und dem gesunden Auge sich auf ein Display zu konzentrieren. Da haben sich dann immer so Doppelkonturen und Unschärfe gebildet und das hat dann zu extremen Kopfschmerzen geführt. Also das war vielleicht 5 bis 10 Minuten am Stück war es möglich. Und ich habe dann daheim mich öfters einfach mal hingelegt aufs Bett oder auf den Boden und habe Musik gehört und einfach nur die Decke angeguckt. Also nicht viel gemacht, einfach nur mal auch so ein bisschen im Reinen gekommen mit den Gedanken, ein bisschen so das verarbeitet, was mir die letzten 2, 3 Wochen widerfahren ist. Einfach nur mal geschaut, ob ich vielleicht was falsch gemacht habe, irgendwas eingefangen, irgendwas gegessen, irgendeine Impfung oder so, aber hat alles zu nichts geführt. Dadurch, dass Natascha arbeiten war, hatte ich tagsüber auch viel Zeit für mich, wo ich nachdenken konnte. Sie war dann abends immer da und hat mir auch geholfen, hat mir Essen gemacht und einfach um mich gekümmert, so seelischer Beistand. Mal viel umarmt, viel gut geredet, was auch wirklich wichtig war. Und die Zeiten dazwischen, wenn ich mich allein gefühlt habe, bin ich zu meinen Eltern gegangen oder wurde abgeholt. Und da waren dann die Hunde und so dieses gewohnte Umfeld wieder, auch wenn ich mich alles andere als gewohnt gefühlt habe. Dann hätte ich mit Natascha auf die Färöerinseln fliegen sollen für einen Job und da war bei mir auch schon so ein bisschen Panik, ob das so alles klappt. Das war halt der erste Trip seit dem Vorfall, sage ich mal. Und ich wusste einfach nicht, was mich erwartet, wie mein Körper auf Fliegen reagiert, wie mein Körper auf Wandern reagiert, ob es mit dem Fotografieren wieder klappt, weil es ist schon ungewohnt, wenn das eine Auge nicht mehr will. Und man kann einfach nicht so weitermachen wie gehabt. Also da war
jetzt nicht so, was mich krass eingeschränkt hat, dass ich Sachen nicht mehr machen konnte, aber es hat mich auf jeden Fall eingeschränkt in der Form, dass ich nicht mehr so leistungsfähig war wie früher. Also ich konnte einfach nicht mehr die Strecken wandern, die ich vorher gewandert bin. Und was auch ungewohnt war, ist, dass sich mein Auge immer wieder ausklingt. Also nach dem Krankenhaus war die Sichtdecke wieder hoch auf 80%. Es ist nur noch so eine leichte Unschärfe, die man da hat. Aber bei mir hat sich das immer anders bemerkbar gemacht, indem ich halt nur das Zentrum scharf gesehen habe, der äußere Kreis nicht mehr und auch alles noch mit so einer Art Doppelkontur, Falschfarben und so ein Kriseln wie aus dem analogen Fernsehen kann man sich das vorstellen. Und das wird alles schlimmer beim Wandern oder beim Anstrengen. Oder sobald mein Körper wärmer wird, verstärken sich diese Effekte und sobald ich irgendwie schneller laufe, sehe ich nichts mehr. Es geht dann bis hin zu 5% auf dem rechten Auge und dann wird es schon schwer, wenn man dann im Gelände unterwegs ist. Man informiert sich ja immer mal so ein bisschen im Internet auch über seine Symptome und die Diagnose. Und da war bei mir auch schon schnell der Verdacht auf Multiple Sklerose, MS, da, weil man googelt Sehnerventzündung und das Erste, was einem aufpoppt, ist sozusagen, dass das zu einer MS führen kann oder dass das ein erstes Anzeichen ist von einer MS. Daher war für mich eigentlich klar, dass die mir nicht sagen wird: Ja, Herr Ernst, Sie sind gesund. Für mich war der schlimmste Teil quasi diese Selbstdiagnose zu machen, weil das ist so dieser erste Moment, wo ich so selber einfach in mein Gesicht konfrontiert wurde mit MS und keiner da neben mir stand und hat gesagt, es ist gar nicht so schlimm und wie man halt sagt, landet man nicht im Rollstuhl oder passiert eh nichts, bei dir dauert es bestimmt lang. Ich war gar hier allein an meinem Rechner und habe es einfach gegoogelt und habe dann erstmal gedacht, okay, scheiße, ich komme in den Rollstuhl. Und dass man das vielleicht nur ein kleiner Prozentsatz da reingeht, das habe ich erstmal überlesen und habe erstmal nur diese harten Fälle nur durchgelesen und drüber nachgedacht. Und der Moment der Diagnose war eigentlich sehr gefasst. Wir saßen da in dem Büro mit meiner Mutter und Natascha. Und die Ärztin hat es eigentlich null durch die Blume. Direkt in den ersten ein, zwei Minuten hat sie mir das gesagt. Und ich habe relativ gefasst reagiert, obwohl ich in so einer Wolke war. Ich habe es nicht mehr so wahrgenommen, was sie so gesagt hat. Und meine Mutter und die Natascha haben dann auch noch so ein bisschen mit der Ärztin darüber, über Folgen oder sonst was geredet. Und in der Zeit war ich weg. Da habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, an was ich gedacht habe. Ich war einfach nur weg. Das ging alles an mir vorbei bis zu dem Punkt, wo sie dann gesagt hat, Behandlungsmöglichkeiten. Und da bin ich dann geistlich wieder mit eingestiegen und habe ihr halt gesagt, dass ich dieses Tecfidera will. Und sie hat dann auch direkt gesagt, ja, damit können wir starten. Und dann war für mich dieses Gespräch gefühlt vorbei. Das Ganze hat 1,5 Stunden gedauert und mir kommt es vor wie 5 bis 10 Minuten. Natascha meint, ich hätte geweint oder mir kamen die Tränen. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe nicht geweint. An mehr erinnere ich mich eigentlich nicht. Was wird ein Schub sein, wenn er nochmal passiert? Bis heute habe ich zum Glück nicht einen zweiten Schub gehabt, aber was deute ich als Schub? Wenn meine Beine kribbeln, ist das ein Schub? Ist das ein Zeichen von MS? Wenn meine Hände kalt sind, heißt das MS oder ist das einfach normal? Also, du achtest so sehr auf deinem Körper auf einmal. Jede kleine Änderung liegt ein Haar quer. Dann denkt man direkt an die MS und das ist eigentlich der schlimmste Gedanke, dass du nie davon wegkommst. Jeden Tag um 8:30 morgens und abends klingelt das Handy wegen der Pille und das ist auch sowas, wo du einfach nicht mehr abschalten kannst dadurch. Mein Leben dreht sich zwar nicht um die MS, aber
DMS ist ein großer Bestandteil meines Lebens jetzt und meiner Lebensausrichtung, weil jede Entscheidung, die ich treffe, ist irgendwie davon beeinflusst. Also fängt so an, buche ich mir in einem Jahr einen Urlaub oder nicht? So sollte man nicht denken, aber ja, was ist denn, wenn ich im Jahr das körperlich nicht mehr hinbekomme? Das Gleiche geht halt auch für so Anschaffungen wie irgendwas Teurem, sei es Auto oder vielleicht sogar Hausbau oder sowas. Also würde ich jetzt so ein Haus bauen, würde ich mir schon so Gedanken machen zu einer ebenerdigen Fläche, so blöd es auch klingt, obwohl vielleicht gar nicht diese Aussicht bei mir da ist, aber du denkst da einfach dran. Das Gemeine an der MS ist, dass man das nicht sieht, dass ich nach außen hin normal wirke, ich aber innerlich deutliche Probleme mit mir und meinem Körper habe und man sich sozusagen eingeschränkt oder auch behindert fühlt. Wer weiß, wie viele Leute das noch haben, wie viele Leute sich täglich mit dieser Herausforderung, den Alltag zu schaffen, herumschleppen und andere Leute es einfach als normal sehen, wie sie sich da durchquälen. Und gar nicht so sehen, was der eigentlich für Probleme hat bei so normalen Dingen, so sei es ein Wasserkasten irgendwo hinschleppen oder so. Ich merke jetzt halt doch mal bei anderen Personen, dass die vielleicht Probleme damit haben und biete dann meine Hilfe an. Oder wenn ich einen Blinden durch die Stadt laufen sehe, dann habe ich auf einmal eine ganz andere Bindung zu dem. Ich kann mir vorstellen, wie schlimm das ist, auf zwei Augen so zu sehen. Das ist einfach ein anderes Wahrnehmen auf einmal. Ich habe einfach gelernt, die MS jetzt als Gast in meinem Körper zu sehen, als Gast, der nicht mehr weg will, wie ein Hotelgast, der einfach nicht mehr auscheckt und man sich trotzdem um den kümmern muss. Und so versuche ich jetzt, das alles so ein bisschen zu sehen. Die ist jetzt da, aus welchem Grund auch immer. Sie wird auch nicht mehr gehen wahrscheinlich. Und einfach jetzt halt so behandeln, dass es der MS und so auch mir gut geht.